So habe ich mal ausgeschaut. So hat mein wurzelbehandelter Zahn ausgeschaut. So ein brandheißes Thema einmal an dieser Stelle. Der Patient hat also sehr viel Pickel auf der Stirn und vermutet, dass der wurzelkanalbehandelte Zahn, den er da im Bild zeigt, der da entfernt wurde, die Ursache des Ganzen ist. Natürlich ist das so, dass wenn diese Zähne doch deutlich beschädigt sind und auch nicht richtig abgefüllt sind, die sich entzünden können. Der Patient vermutet jetzt, dass sich da also ein Protein abgelagert hat und dass das also letztendlich zu Entzündungen im ganzen Körper geführt hat. Das lässt sich so richtig nicht wissenschaftlich nachweisen, aber er verweist da auf die Dokumentation Root Cause. Und ja, was soll ich sagen, wenn so ein wurzelkanalbehandelter Zahn so aussieht wie dieser, dann ist es tatsächlich Zeit, den zu entfernen. Da kann man besser was anderes machen, Implantat, eine Brücke, irgendwas anderes. Ansonsten, wenn ein wurzelkanalbehandelter Zahn gut gefüllt, dicht abgefüllt ist, passiert in der Regel nichts und so ein Zahn kann auch viele, viele Jahre ohne Probleme verbleiben.